Das Studienhaus Gut Schönwag in den Bayerischen Voralpen. Eingeladen vom Institut Technik, Theologie, Naturwissenschaften trafen sich hier 15 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus mehreren europäischen Ländern zu einer Klausurwoche. Thema waren neue Technologien, die in den letzten Jahren entwickelt wurden und mit deren Hilfe das Erbgut präzise verändert werden kann. Auch bei Pflanzen. Genome Editing nennt man diese Verfahren. Ihr möglicher Nutzen für die Landwirtschaft ist groß, zugleich ist das Verfahren umstritten. Sollen die entsprechenden Produkte gekennzeichnet werden? Und wenn ja, wie? Wie ist es um die Sicherheit der neuen Pflanzen bestellt? Welche Rolle soll das Vorsorgeprinzip hierbei spielen? Dazu diskutierten die Teilnehmer mit Experten aus Biologie, Recht, Sozialwissenschaften und Philosophie. Ich würde mich auf das Genome Editing konzentrieren. Und das bedeutet, dass wir die Genome von Pflanzen mit einer deutlich höheren Präzision und Effizienz verändern können, als wir das mit den klassischen Methoden einschließlich Gentechnik machen konnten. Die neuen Verfahren können einen bedeutenden Beitrag für eine nachhaltige Landwirtschaft leisten. Wenn wir uns die Züchtungsziele ansehen, die Nachhaltigkeit repräsentieren, wie zum Beispiel verbesserte Pilzresistenz, verbesserte Bakterienresistenz, verbesserte Virusresistenz, aber auch Fragen reduzierter Nährstoffaufnahme zum Beispiel, dann können diese neuen Züchtungstechnologien, also insbesondere Genome Editing, sehr intensiv dazu beitragen, diese Züchtungsziele umzusetzen. Wenn sich neue Technologien abzeichnen, kommt das Vorsorgeprinzip ins Spiel. Das ist auch beim Genome Editing so. Verhindert es notwendige Innovationen? Oder ist es eine sinnvolle Barriere gegen heute noch unbekannte Risiken und blinden Fortschrittsglauben? Das Vorsorgeprinzip war von Anfang an umstritten in seiner Auslegung. Das ist auch nicht verwunderlich, weil es ja tatsächlich Interpretationsspielraum bietet. Das muss es auch, sonst wäre es gar nicht anwendbar. Das Vorsorgeprinzip wird immer dann in Anwendung gebracht, wenn es Unsicherheit gibt bezüglich Risiken, beziehungsweise wenn irgendjemand behauptet, es gibt Risiken und diese sich nicht ausschließen lassen, aber auch nicht beweisen lassen. Das ist im Fall der gentechnisch veränderten Pflanzen der Fall. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten, es gäbe dabei Risiken. Die Abwesenheit von Risiko lässt sich logischerweise nicht eindeutig beweisen. Und deswegen ist das Vorsorgeprinzip dann ein Hemmschuh für den Anbau, weil es damit die Sache unmöglich macht. Also das Vorsorgeprinzip ist sicherlich ein wichtiges Instrument zur Abwehr von potenziellen Gefahren. Aber entscheidend ist, dass man es nur anwenden sollte, wenn man dafür eine wissenschaftliche Begründung hat. Mit Rücksicht auf das Vorsorgeprinzip ist in ethischer Hinsicht besonders wichtig, dass es erstmal um Risiken geht. Bis heute ist sehr umstritten, welche Art Risiken das sind, und umstritten ist vor allen Dingen auch, wie wir an das Wissen über Risiken kommen. Also gefehlt hat mir bei der Diskussion um Vorsorge vor allen Dingen einen Schritt weiter zu gehen, nämlich tatsächlich nicht Precaution, sondern Prevention zu machen. Also tatsächlich Dinge grundweg zu verbieten, wenn nicht gezeigt werden kann, es hat einen Nutzen, sondern aus purer Freude an der Forschung oder der Innovation tatsächlich Dinge zu vollziehen, wo letztlich dann keine Barriere mehr gezogen werden kann. Sind Genome Editing und andere neue Pflanzenzüchtungstechniken als Gentechnik einzustufen? Das wird auch in Deutschland diskutiert. Bei der Sicherheitsbewertung der durch Genome Editing veränderten Pflanzen ist es wichtig, dass wir uns auf die neuen Eigenschaften konzentrieren und nicht auf die Technologie, mit der diese neuen Eigenschaften eingeführt wurden. Wenn wir uns in diesem Rahmen bewegen, wo wir auch eine historische Erfahrung haben, wie wir damit umgehen, dann ist es aus meiner Sicht nicht erforderlich, zusätzliche Regularien einzuführen.
Wenn eine Pflanze als gentechnisch verändert gilt, unterliegt sie besonders strengen Vorschriften, etwa bei der Kennzeichnung. Wenn Pflanzen, die mithilfe der neuen Züchtungstechnologien entstanden sind, nicht mehr unter die Vorgaben des Gentechnikgesetzes fallen, dann wäre es auch nicht mehr verpflichtend, das Verfahren ihrer Herstellung zu kennzeichnen. Verstößt das Ihrer Meinung nach gegen das Prinzip der Wahlfreiheit des Verbrauchers? Ja, Wahlfreiheit kann natürlich gestärkt werden durch eine Kennzeichnung. Das gilt aber nur dann, wenn man tatsächlich weiß, wofür und wogegen man sich entscheidet. Und an der Kennzeichnung alleine kann man das nicht ablesen, gerade in diesem Fall. Insofern wäre eine Kennzeichnung aus meiner Sicht ohnehin überflüssig und es ist nicht ethisch bedenklich, wenn sie jetzt gerade nicht stattfindet. Soll sie tatsächlich in einer Kennzeichnung aller Produkte münden, die mithilfe des Genome Editing hergestellt wurden, also Pflanzen und daraus erzeugte Produkte? Aus meiner Sicht ist das nicht sinnvoll, weil wir auch gar nicht wissen, warum wir überhaupt kennzeichnen. Also wir wissen nicht aus Risikogründen, auch aus Gründen der Wahlfreiheit, weil ich viele dieser Eigenschaften auch mit konventionellen Methoden erzeugen kann und die sich in keinster Weise, auch was die Nachweisbarkeit betrifft, von Pflanzen unterscheiden, die durch Genome Editing hergestellt wurden. Also deshalb ein hohes Maß an Transparenz, aber keine Kennzeichnung. Ein Teil der Begründung für Kennzeichnung war ja, dass da mit diesem Schritt dem kulturellen Unbehagen sozusagen Rechnung getragen werden könnte. Wenn man jetzt analoge Situationen sich vorhält, also zum Beispiel, ob irgendein Produkt Schweinefleisch enthält oder in irgendeiner anderen Art und Weise einem kulturellen Unbehagen oder einer religiösen Vorschrift zuwiderläuft, dann wird möglicherweise das Produkt umgekehrt gekennzeichnet, nämlich wenn es das nicht tut. Und eine solche Kennzeichnung könnte ich mir für spezielle Konsumentengruppen auch vorstellen. Das wäre dann eine freiwillige Kennzeichnung. Ja. Die konkrete Anwendung des Vorsorgeprinzips hängt nicht zuletzt vom aktuellen Stand des Wissens ab. Man braucht zwar wissenschaftliche Daten als Basis, doch Entscheidungen sind auch politisch und ethisch abzuwägen. Die Frage des Nutzens spielt hier eine große Rolle, ebenso wie die Erhaltung der Umwelt. Die gesellschaftliche Debatte darüber beginnt gerade erst, nicht nur in Deutschland, auch in Großbritannien. Gene editing, I think that's an open book. I think there are more possibilities to introduce new foods. We need a public debate about the issues. And that public debate hasn't started yet. There's a big debate about whether we should label foods produced by particular technologies. So labeling is important, not necessarily to convey information about a technology, but rather to promote transparency and help people understand where their food's coming from. Die Begründung für die Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen hat vor allen Dingen mit dem Natürlichkeitsargument zu tun. Und das Natürlichkeitsargument ist genauso alt wie die Philosophie und immer schon umstritten gewesen. Und um dazu ein gutes Statement machen zu können, müsste man erstmal sich darüber unterhalten, was Natur und Natürlichkeit ist. Denn wir wissen alle, in der Natur kommt vieles vor, was grundlegend verändert worden ist und was artifiziell überformt ist und so weiter. Also ich halte das für problematisch. Wichtig scheint mir trotzdem nachzudenken über die Art der Veränderung von Organismen. Und wenn man tatsächlich zeigen kann, dass die Art der Veränderung dazu führt, dass so etwas wie Artgrenzen sich verändern, dann wäre es schon wichtig, über diese Kennzeichnung weiter nachzudenken. Und andersherum fehlt mir oft auch die Einbettung in größere Zusammenhänge. Also nicht nur auf Risiken zu schauen, sondern immer auch zu fragen, wofür ist die Technologie gut? Wie verbindet sich das mit größeren sozialen Zielen wie Gerechtigkeit oder auch Fortschritt einer Gesellschaft?